Tina Mongi. Tino Bommelino. Tino, du hast was mitgebracht. Was? Ich habe Angst. Zu Recht. Ich habe mir, ich denke mir gerne unnötige Superhelden aus. Ja. Und jetzt gibt's die. Wollte ich dir zeigen. Und zwar hier, der erste ist die Entenfrau. Man darf sich nicht so sehr darauf einlassen. Das ist das Geheimnis. Ja, okay. Die ist ganz toll. Die weiß bei Enten, welche welche ist. Nee, das hat man ja oft, dass man bei Enten sich fragt, welche Ente war das nochmal? Sie weiß es einfach und sie gibt jeder Ente einen Namen. Aber sie ist nicht so gut im Namen geben. Ne? Also dann fragt man so, wie heißt die Ente? Ja, das ist Ente unterstrich normal unterstrich 7335 unterstrich final.jpg. Ja, okay. Oder wie heißt die Ente da? Das ist Tasselfried Schmidt. Aber erst mit DT und dann mit TT. Okay. Das ist Telepathio. Der kann Gedanken übertragen. Mit Sprache. Der kann auch Gedanken lesen, aber dann muss man es ihm vorher aufschreiben. Dann die Teleportierfrau, die ist ganz toll, die kann sich... Die Teleportierfrau. Bitte. Die kann sich teleportieren, aber immer nur in verspätete Züge. Was ein bisschen blöd ist. Das ist übrigens Tasselfried Schmidt, aber erst mit TT, das ist ein anderer. Echt verwirrend. Dann haben wir hier Ambidextra, die kann mit beiden Händen schreiben, aber mit links nicht so gut. Das ist voll schwierig mit links. Nächste ist Superman. Der hat keine Fähigkeiten, aber der findet alles super. Ja, also hier, ich habe einen klitzekleinen Überfall auf Sie vor. Ha, super. Das ist lustig. Das ist gut. Und dann habe ich noch den Kaffeemann. Der kann immer noch einen Kaffee trinken. Tino Bommelino.